Jetzt habe ich noch einen Tipp für dich, und zwar Lidschatten auftragen. Jetzt gibt es ja qualitativ hochwertige Lidschatten, es gibt günstige Lidschatten, hochpigmentierte Lidschatten, die weniger pigmentiert sind. Aber wie kommst du eigentlich mit jedem Lidschatten zu einem guten Ergebnis? Ich habe immer sehr schnell lernen müssen, recht schnell zu einem guten Ergebnis zu kommen, weil ich entweder immer der war, wo als letztes dran kam, zum Beispiel bei Hochzeiten, oder bei Modenschauen, wo es um Zeit ging, wo die Mädels raus mussten, irgendwie auf den Laufsteg und man im Endeffekt einfach nur noch mal ganz schnell ein Make-up kreieren musste. Und da habe ich mir immer sehr schnell angeeignet, wie kriege ich eigentlich die Produkte am besten dahin, wo sie hingehören, und zwar auch so, dass es dann auch gut aussieht. Und da zeige ich dir mal etwas, wo du beachten solltest, um wirklich mit jedem Lidschatten eigentlich echt ein gutes Ergebnis hinzubekommen. Du nimmst immer als erstes mal eine Basis. Das ist ganz wichtig. Du brauchst auf dem Auge irgendetwas, was klebt. Am besten Concealer oder Camouflage oder natürlich eine Lidschattenbase. Bitte nicht die Foundation verwenden, weil eine Foundation kann immer eine Eigenschaft haben, wo dem Auge nicht gut tut. Wie zum Beispiel, du hast eine Foundation, die eine mattierende Wirkung hat. Ja, das trocknet dein Auge extrem aus, also, oder ein ölfreies Make-up. Oder du hast eine Foundation mit einem Anti-Aging-Wirkstoff drin, wo aber nicht für deinen Augenbereich ist, mit Kriechfette oder Kriechöle, wo im Endeffekt nachher im Auge brennt. Also lass bitte alles, was mit Foundations ist, im Augenbereich aus. Nimm entweder Concealer, Camouflage oder eben eine Lidschattenbase, eine spezielle. Da grundierst du erstmal dein Auge und dann gehst du hin, suchst dir deinen Lidschatten aus, den du schminken möchtest, nimmst einen großen Pinsel, genau, also zum Beispiel jetzt hier so einen großen Katzenzungenpinsel, suchst dir die Farbe aus, was du eben auf dem Lid haben willst, gehst in die Farbe rein und jetzt ist eins wichtig, du legst die Farbe drauf. Weil jetzt durch dieses Legen wirst du die Farbpigmente hier richtig schön ebenmäßig auf das Auge quasi drauf bekommen, ohne dass es zu transparent wird. Na, und das ist eben, wenn du einen günstigen Lidschatten hast, der sowieso von den Farbpigmenten her weniger abgibt und du fängst dann noch an zum Wischen, Reiben, Machen, Tun, dann tust du dir unglaublich schwer, eben ein schönes Ergebnis drauf zu bekommen. Darum fang an, Lidschatten immer drauf zu legen. Und auch für dich zum Beispiel ist es ja viel einfacher, du nimmst einen Lidschatten und legst es nur, weil du viel kontrollierter arbeiten kannst, anstatt wie eben dieses wilde Rumwischen. Und so kannst du eben Lidschatten drauflegen, bis zur Lidfalte arbeiten. Ja, jetzt wird die Farbe ja automatisch weniger auf dem Pinsel. Jetzt kannst du hingehen und kannst langsam anfangen, das Ganze zu verblenden und bekommst eben so ein richtig schönes Smoky-Ergebnis. Ja, und dann machst du das Ganze hier rauchig. Und dann wischen, wischen, wischen. Jetzt kannst du nach oben gehen. Und der Vorteil ist, du brauchst keine Farbe mehr nehmen, weil du automatisch wenig auf dem Pinsel hast und somit bekommst du ein richtig schönes Smoky-Ergebnis. Ohne dass du nochmal Farbe nehmen musst, ohne dass du dass es zu wuchtig wird. Also so kannst du viel kontrollierter arbeiten und zack, hast du nachher den Lidschatten drauf. Also im Prinzip wichtig für dich ist, nicht mehr wischen, machen, tun. Das kannst du jetzt machen. Jetzt quasi hast du eine Basisfarbe drauf. Wenn du jetzt sagst, Mensch, ich will Kontur, ich will mehr eine Lidfaltenbetonung, wie auch immer. Jetzt hast du eine rutschige Grundlage. Jetzt kannst du hingehen mit zum Beispiel so einen Blendpinsel, kannst du eine dunkle Farbe nehmen, kannst mal Augen öffnen, kannst du mal gerade ausschauen, in die Lidfalte reingehen und kannst quasi jetzt schattieren, weil du jetzt schon eine Grundlage drauf hast und somit der Lidschatten einfach schön über das Auge drüber gleitet. Es wird schön smoky, ja, und es geht einfach viel schneller. Also, erste Farbe immer auf das Lid legen. Tust du dir tausendmal einfacher.